Also wo ich ja immer gefragt werde, wie kann das überhaupt sein, dass ein ganzes Kamerateam irgendwo mitgeht, ohne dass der Mitarbeiter das merkt. Nun, das ist eigentlich ganz einfach. RTL geht daher und erzählt dem Mitarbeiter, das ist ein ganz neues Format, eine ganz neue Sendung. Und in diesem Fall war es Hop oder Job und ich war eine gescheiterte Existenz. Und ja, der Mitarbeiter hatte zu bewerten, ob ich körperlich geeignet bin, ob ich handwerklich geeignet bin, den Job zu bekommen. Und er hat einen Fragebogen bekommen und musste mich bewerten. Also permanent vor der Kamera zu stehen, war natürlich anfangs unheimlich aufregend. Das hat sich aber dann relativ schnell gelegt, da ich mich kurz schnell gewöhnt. Und das Komische daran war, selbst als ich beim Abendessen saß, da dachte ich immer, die Kamera verfolgt mich nach wie vor. Die Firma nebenbei am Laufen zu halten, war natürlich die größte Herausforderung bei mir. Erstens einmal durfte es ja keiner wissen, dass ich da mitspielte, also keiner meiner Mitarbeiter wusste, dass ich nicht da bin. Zudem gab es natürlich vor der Ausstrahlung eine große Verwandlung. Ich musste mir also 3 Wochen lang ein Bart wachsen lassen, was sehr interessant war. Ich kam nämlich sehr ungepflegt dann in sämtliche Besprechungen und alle Mitarbeiter dachten natürlich, oh, der Chef ist abgestürzt. Und während der Sendung selbst war es natürlich auch spannend, weil ich war immer erst nach 6 Uhr abends zu erreichen, was natürlich eine große Gerüchteküche bei uns in der Firma verbreitet hat, ne? Weil wenn der Chef nie zu erreichen ist, dann muss er wohl abgestürzt sein, in der Tat. Auf meine neue Optik, das war ja vornehmlich der Bart, wurde also sehr ja, verhalten reagiert. Den Chef zu kritisieren, das gibt es natürlich nur kaum. Aber gerade meine Betriebsleiter haben mich natürlich schon darauf angesprochen und waren schon irritiert, warum ich denn jetzt so bärtig und ungepflegt rumlaufe. Meine größte Lehre daraus ist, ich höre noch mehr auf meine Mitarbeiter, ich werde sie mehr in die Entscheidungsprozesse einbeziehen und ich werde sie auch regelmäßig besuchen, um ihre Meinung zu hören. Also ich bin sehr froh, da bei Undercover Boss mitgemacht zu haben. Das war ein tolles Erlebnis und ich kann es nur jedem anderen Chef weiterempfehlen, Ähnliches zu tun.